So, hallo ihr Lieben. Erstmal möchte ich sagen, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe meinen ersten Leserbrief bekommen. Die Silvia hat mir geschrieben. Habe ich mich sehr gefreut. Die hat mir geschrieben, das letzte Video, das hat sie inspiriert und zum Nachdenken gebracht und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Fand ich sehr nett, einfach mal zu schreiben, damit ich nicht immer so ins Leere sende. Sie hat mich auch belehrt, dass ich, nicht belehrt, sondern sie hat mir auch geschrieben, dass ich nicht nur 34 Follower habe, sondern 165 oder so. Freue ich mich. Und wenn ihr meine Inhalte mögt, könnt ihr das natürlich auch, könnt ihr auch mehr daraus machen, wenn ihr es ein paar Freundinnen empfehlt und so. Ne? Ihr wisst ja, wie das geht mit dem YouTube. Ich habe jetzt hier so einen Filter drauf. Also ich habe bei dieser Kamera, entweder bin ich gelb, oder ich habe riesige Poren. Jetzt habe ich hier weich und jetzt habe ich Augenringe. Aber was für welche, ne? Jetzt fällt das Licht aber auch so ein bisschen doof. Egal. Es ging im letzten Video ein bisschen darum, Antworten zu suchen. Ja, wie man sich selber auch bewertet und wie man sich vielleicht im Gesamtrückblick aufs Leben und so und wer das eigentlich bewertet und woher ich diese Antworten eigentlich auch bekomme. Und im weiteren Austausch mit der Silvia habe ich dann noch geschrieben, dass ich versuche, an den Stellen, wo ich eine Antwort so unbedingt haben will und unbedingt suche und erstmal keine bekomme, vom Leben, von Gott, von wer auch immer in deinem Leben dafür zuständig ist, dass ich dann versuche, mich zu fragen, ob ich diese Antwort eigentlich jetzt schon brauche. Und ganz oft ist die Antwort, nö, ich kann erstmal so weiterwursteln oder, wenn ich mutig bin, vielleicht auch schon einfach den nächsten Schritt gehen und gucken, ob mir die Antwort dann einfällt oder eben auffällt, dass ich ohne diese Antwort da tatsächlich nicht gut aufgehoben bin oder ne, sie über Schmerz beantworte oder wie es halt manchmal so ist. Und deswegen möchte ich euch heute ermutigen, einerseits, nämlich geht den ersten Schritt und zweitens kurz so die Angst vorm Scheitern ein bisschen wegnehmen. Ich glaube, dass ganz viele Leute eigentlich so ein Gefühl haben, was sie gern machen würden, was ihnen gut täte oder wo sie auch raus möchten und woanders hin möchten und es dann aber nicht tun, weil sie auf diesem neuen Weg Angst haben, zu scheitern. Also erstmal ein toller Satz von meiner Therapeutin, den man überprüfen sollte, wenn man sagt, ich habe aber Angst zu scheitern. Ein toller Satz von meiner Therapeutin von vor 15 Jahren oder so, als ich bei ihr war, da hat die mal zu mir gesagt, manchmal ist Angst vorm Scheitern auch Angst vor Erfolg. Die Leute sagen dann, ich habe Angst zu scheitern, aber in Wirklichkeit, das hat die mir damals auch aufs Auge gedrückt und die hatte an der Stelle auch recht. In Wirklichkeit ist es Angst vor dem Erfolg. Wenn sie nämlich dann Erfolg haben, sagte sie zu mir, dann müssen sie ja auch in diesem neuen Leben leben. So, wenn sie jetzt aus dem Alten ausbrechen und diesen Schritt gehen und das klappt, dann können sie nicht mehr in ihren alten Trott zurück, sondern dann sind sie plötzlich in diesem neuen Lebensabschnitt oder neuen Leben, was sie sich da aufgebaut oder gewünscht haben. Und dann müssen sie damit leben. Und das ist für viele Leute zu viel. Das ist in Wirklichkeit dann Angst vor Veränderung oder eben ja auch Angst vor dem Erfolg, dass wenn das klappt, das bestimmte Konsequenzen hat. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte aus diesem elenden Umfeld hier raus und die Leute hier, das nervt mich alles und das ist alles so furchtbar. Und jetzt gelingt mir das, ein paar tolle neue Kontakte zu knüpfen und dann ziehe ich auch noch in den anderen Stadtteil und dieser Ausbruch aus dem alten Leben klappt und ich merke, irgendwie habe ich mich mit diesem Alten auch
selbst beschissen und das war eigentlich alles gar nicht so meins. Und jetzt rufen aber so ein paar Leute aus dem alten Viertel an und sagen, hey, was ist mit dir? Kommst du mal vorbei? Wir sitzen hier gerade, trinken Bier. Jetzt muss ich denen wahrscheinlich auch sagen, möchte ich nicht mehr. Oder mache ich nicht mehr. Fühlt sich nicht mehr gut an für mich. Ist nicht mehr mein Ding. Oder so. Das ist schmerzhaft. Und auch so Sachen wie, ich habe bestimmte gemütliche Gewohnheiten und ich will aber jetzt Erfolg haben und dann mache ich was und plötzlich startet mein kleines Business so ein bisschen und dann muss ich ständig so Sachen machen. Mich um Steuern kümmern und Pakete verschicken und was, ne, so blödes Beispiel jetzt, aber dann kann ich nicht mehr einfach so um 18 Uhr sagen, scheißegal, Flasche Bier aufs Sofa, weil dann geht das alles wieder im Bach runter, dann bin ich wieder im Alten. So, das heißt, es bringt auch oft, bringt Erfolg, eine gewisse Verantwortung mit sich, dass ich dann auch die und die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, dauerhaft weiterführe. Und wenn ich das nicht mache, geht's wieder retour. Ich habe ein bisschen was gegen diese Erfolgs-YouTuber, die da alle irgendwie mit dem Lamborghini und hey, nächster Crypto-Trade und jetzt lebe ich in Dubai und jetzt habe ich hier noch so eine Freundin mit aufgespritzten Lippen und sowieso bin ich ja fit und geil. Und das sind alles so Leute, angeblich scheitern die nie, und mal abgesehen davon, dass ich auch nicht glaube, dass die alle einen Lamborghini haben und ich glaube auch nicht, dass denen allen dieses tolle Apartment gehört, aus dem sie da senden. Mal abgesehen davon, dass es da viele Blender gibt. Was mich daran auch stört, ist, dass Erfolg dort oft als so ein schnelles Geld, also viel Geld verdienen in kurzem Zeitraum gemessen wird. Und ich glaube, Erfolg ist eigentlich etwas sehr Langfristiges. Also es nützt mir nichts, in 3 Wochen 100.000 Euro zu verdienen, wenn ich es in 5 Wochen wieder ausgegeben habe. Oder es nützt mir nichts, mir in einem Jahr irgendwie es zu schaffen, durch Tauschen und Verkaufen irgendwie 4 Wohnungen zu kaufen, wenn ich nach 5 Jahren dann in der Insolvenz bin und keine dieser Wohnungen mehr habe, nicht mal mehr ein Dach über dem Kopf oder so. Also Erfolg ist ja ein hat sehr oft damit zu tun, dass man auch seine Denke umstellt und es schafft, langfristig auch das, was man sich aufbaut, zu behalten. Und dazu muss man sehr oft oder meistens in dem Feld, wo man sich dann bewegt, erstmal die Prinzipien verstehen. Und das dauert Zeit. Und wer da sagt, ja, das lernst du bei mir alles in 2 Wochen. Also, dann muss man sich ja schon immer fragen, wenn es so einfach ist, wieso gibt es denn da nicht dauerhaft Erfolgreiche in diesem Sektor, die du in der irgendwo auf ein Konzert triffst und die dir sagen, ich mache schon seit Jahren nichts mehr, ich habe da einen Kryptokurs geguckt und das war super und seitdem bin ich Millionär. Ich habe solche Leute noch nie getroffen. Ich habe sehr viele erfolgreiche Menschen getroffen. Ich war mal in so einem Business Club, Scroll hieß der. Das ist so ein bisschen wie Lions Club oder sowas, wenn man das so kennt. Eine lockere, sehr freundliche Business-Vereinigung von ziemlich erfolgreichen Geschäftsmenschen. Und ich war da drin, glaube ich, weil die mich sympathisch fanden, so viel Erfolg. Ich war immerhin Unternehmer in der Zeit, aber ich konnte da geldmäßig nicht so viel mithalten. Aber was ich gemerkt habe, die allermeisten von diesen Menschen haben unglaublich viel gearbeitet und eine große Liebe für ihr Geschäft gehabt. Also die haben aus Überzeugung etwas getan, was sie gerne taten und haben dann da auch viele Stunden verbracht. Und ich glaube, dass das sehr oft, wenn man nicht zufällig ein gut gehendes Geschäft erbt oder so, der Weg ist. Denn es gibt auch so eine Zahl, ich habe sie nicht, bitte schlag mich nicht, wenn das jetzt falsch ist. Aber ich glaube, dass ungefähr 90% aller Millionäre nicht geerbt haben. 90% aller Millionäre haben sich das selber erarbeitet. Und man wird nicht so einfach Millionär.
Also manche haben natürlich, ne, die erfinden irgendwas Geiles und irgendwo am besten noch was, was man wegschmeißt, was dann immer wieder gekauft wird oder so. Und dann werden die reich. Klar, gibt es, aber das allermeiste, die allermeisten Stories, Lebensgeschichten, Biografien, die ich kenne von Leuten, die viel Erfolg hatten, sind Biografien von Leuten, die viele, 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 viele Male gescheitert sind, bevor die das erste Mal Erfolg hatten. Und das heißt schon, dass man das Scheitern im Prinzip auch begrüßen kann. Dass man sagen kann, ja, okay, voll auf die Nase, das war überhaupt nichts. Was lerne ich denn daraus? Denn was diese Leute alle sagen, ist, den Fehler habe ich einmal gemacht. Den Fehler habe ich aber kein zweites Mal gemacht. Oder dieses Team habe ich mir sonst so zusammengestellt, das hat überhaupt nicht geklappt. Habe ich daraus gelernt. Oder eben, ich habe mich bescheißen lassen und gemerkt, da war 30% meiner Einnahmen waren gleich weg. Und ich habe daraus gelernt und sowas unterschreibe ich nie wieder und so weiter. Also das heißt, das Ganze ist ja. Dieser ganze Weg zum Erfolg ist auch ein, ja, ist eben ein Lernprozess aus den vielen Möglichkeiten zu scheitern. Man darf nur eben nicht an derselben Stelle immer wieder scheitern. Dann vielleicht mal ein Coaching oder eine Therapiestunde, weil dann hat es definitiv was mit deinem Denkprozess irgendwie zu tun. Ja, aber irgendwo auf die Fresse zu fallen oder ausgenutzt zu werden, weil man ein blutiger Anfänger ist oder so, das ist normal, das ist einfach so. Man kann auch an ganz simplen menschlichen, tja, Behaviorism, wie heißt das denn da, Verhalten scheitern. Ich habe schon, in meinem, ich habe mal an einem Abend mehr Geld verloren, als die meisten Leute gespart haben. Ich war in einer könnte sogar noch auf YouTube finden. Ich war in einer Fernsehshow und habe ein sehr dämliches Spiel gespielt, wo man nichts können musste. Ich hätte nur auf den Knopf drücken müssen und ich hätte 30.000 Euro mit nach Hause genommen. Habe ich aber nicht gemacht. Weil noch 125.000 im Spiel war oder noch mehr. Und ich gedacht habe, boah, schaffe ich ja easy, nehme ich mit. Und die Gier und dieses Antreiben da in dem, alle rufen, ja, mach weiter und so. Alle, die nicht vor der Entscheidung stehen, diesen Knopf zu drücken oder nicht, die rufen, hey, mach weiter. Habe ich nicht gedrückt. Und bin ich mit 5 Euro nach Hause gegangen. Das hat mich, ob ihr es glaubt oder nicht, das war ja nur ein Spiel. Aber das hat mich schlaflose Nächte gekostet. Ich bin hochgeschreckt in dieser Szene. Und hätte ich mal. Und also das war damals, das ist ja heute noch sehr viel Geld, aber es war damals, hätte ich es auch noch für, hätte ich es aus vielen Gründen gut brauchen können. Und das war richtig blöd. Aber das war eben, man scheitert ja auch an sich selber. Und an der Stelle habe ich natürlich auch was gelernt, dass man nämlich Gelegenheiten, die sich bieten und die eine sichere Bank sind und wo man wirklich nur etwas sehr Einfaches tun muss, dass man das dann verfickt, piep, piep, YouTube-Zensur, nochmal auch tut. Dass man dann sagt, ja, ich warte jetzt nicht auf nochmal ein besseres Angebot oder auf nochmal 10% oder was. Ich habe hier 1000 Euro liegen. So, ja, was weiß ich, verkaufst irgendwas und dann kommt einer und sagt dir 10% weniger, als du da in deiner Anzeige stehen hast. Und du bist nicht so sicher, ob du es wirklich zu dem Preis auch immer wegkriegst. Und dann sagst du, na, nee, ich will doch irgendwie genau das. So, und dann geht der wieder. Da wirst du Wochen später wirst du noch denken, oh, hätte ich es mal für 10% ne, dann hätte ich doch das Geld jetzt. Und so. Und also man scheitert sehr oft an sich selber und an Sachen, die man sich so festgelegt hat und dass man nicht flexibel ist und dass man nicht einfach sagt, ne, besser wie sagt man, eine Spatze in der Hand als die Taube auf dem Dach oder so, ne? Also ich denke, der Erfolg ist mit denen, die lernfähig sind.
die nicht aufgeben und aus dem Scheitern lernen. Und Erfolg ist was Langfristiges. So. Das war jetzt so mein Gedanke zum Erfolg und zum Scheitern. Ich hoffe, ihr nehmt was mit von diesen Gedanken. Ihr könnt damit irgendwas anfangen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Abos und weiterempfehlen und ne, so.